beim Spähen zeigt, wird er fürs Training vorgeschlagen. Na klar. Wir sehen uns. Na, da brat mir einer einen Storch. Wenn das nicht meine gute Bekanntschaft aus Good Springs ist. Wenn ich das wüsste. Irgendwie hat es mich nach New Vegas gezogen. Denke mal, ich werde es rausfinden, wenn ich da bin. Novak, netter Ort, würde ich sagen. Aber mal unter uns. Als ich hier ankam, hatte ich ein ungutes Gefühl. Passen Sie auf sich auf. Geht mir genauso. Kann der alte Vic was für Sie tun? Naja, das hier ist nicht New Vegas, aber ich denke, Sie werden finden, was Sie suchen. Probieren Sie es vorne im Büro. Nein, habe ich nicht, so viel ich weiß, aber Sie könnten sich umhören. Die Leute von Novak sehen normalerweise jeden, der hier langkommt. Wir sehen uns. Hallo. Nun herzlich willkommen. Sie sehen müde von der Reise aus. Warum erholen Sie sich nicht etwas und lassen diese feine Stadt sich um Sie kümmern? Wie konnte ich nur? Da versuche ich, einen guten Eindruck zu machen und vergesse ganz, mich vorzustellen. Ich bin Jeannie May. Ich kümmere mich um die Leute im Motel, solange sie keinen Ärger machen. Wir sind eine kleine Wüstenoase namens Novak. Dies hier ist das Dino D. Light Motel und es gehört mir. Da wäre mal Dinky, das Stadtmaskottchen. Ein toller Anblick, den Sie wohl schon bei der Anreise gesehen haben. Innen können Sie auch raufklettern. Die Straße rauf im Westen liegt Repcon. Das ist diese alte Raketenfabrik. In letzter Zeit haben sich dort düstere Gestalten angesiedelt. Vielleicht sollten Sie da besser fernbleiben. Ansonsten ist nicht viel los, also nehmen Sie es leicht und genießen Sie die Gesellschaft. Ein Stück im Norden sehen Sie einen großen Turm. Das ist Helios One. War früher mal ein Kraftwerk. Östlich von hier gibt es eine Stadt namens Nelson. Bevor die Sklavenjäger dort einfallen, war es ein ruhiger Ort. Aber unsere wunderbaren Scharfschützen halten ein Auge in diese Richtung offen, sodass die Sklavenjäger uns bislang in Ruhe gelassen haben. Ich weiß nur das, was ich gehört habe. Angeblich sollen vor einer Weile Ghule dort rein sein.
Von Zeit zu Zeit hört man auch Lärm aus dieser Richtung. Explosionen oder sowas. Hüten Sie sich vor Fremden. Hoffentlich entspricht alles Ihren Wünschen. Schauen Sie mal bei Cliff Briscoe im Dino-Bite-Geschenkeladen vorbei und sagen Sie, dass ich Sie schicke. Schätze mal, dass ihm in diesem Dino-Bauch langsam langweilig wird. Er dürfte sich über Gesellschaft freuen. Na ja, er mag zwar fein angezogen gewesen sein, aber wie ein echter Gentleman wirkte er nicht auf mich. Hatte seine Nase so hoch oben, dass man sie in den Wolken gar nicht mehr sehen konnte. Diese Städter glauben immer, sie hätten was Besseres verdient. Die Schläger in seiner Begleitung schienen Manny irgendwie zu kennen. Er ist tagsüber unser Scharfschütze, oben im Dinosauriermaul. Mal sehen, dass die McBride hat ein paar Brahmin verloren. Aber daran dürfte vor allem die Hitze schuld sein. Eigentlich ist es ziemlich ruhig. Ranger Andy ist immer noch verletzt. Aber die beiden netten Scharfschützen überwachen Tag und Nacht die Straße und halten Abschaum von Novak fern. Sie sind ein echter Segen. Eine gute Idee. Ich mache Ihnen eine Pauschale und Sie können nach Belieben bleiben. Zumindest bis die Saison beginnt. Abgemacht? Schön, dass Sie bei uns bleiben. Ihr Zimmer ist oben in Richtung der Lobby. Hier ist Ihr Schlüssel. Lassen Sie es mich wissen, wenn ich Ihren Aufenthalt angenehmer gestalten kann. Hüten Sie sich vor Fremden. Willkommen, nur hereinspaziert. Willkommen im Dino-Bite. Ich bin Cliff. Wenn Sie wegen der T-Rex-Figuren hier sind, kommen Sie gerade noch rechtzeitig. Ein paar habe ich noch. Die Gute. Irgendwie sagt mir jeder Reisende, der hierher kommt, das Gleiche. Sie sehen das Schild und denken sich, Geschenkeladen? Kann ja wohl nicht stimmen. Aber Jeannie May schickt sie immer wieder zu mir. Nun, Jeannies Freunde sind auch meine Freunde und Freunde bekommen einen Rabatt in meinem Laden. Na, da wären natürlich die T-Rex-Figuren. Sie sind unser Verkaufsrenner. Außerdem haben wir verschiedene Repcon-Fabrik-Souvenirs, Raketen und ähnliches. Waffen? Ich habe ein paar. Mist! Nie kauft jemand einen dieser T-Rexe. Es sind Miniaturmodelle einer echten Rakete, sehr detailreich. Sie enthalten sogar eine Flüssigkeit, die sie zum Leuchten bringt. Ich habe gehört, Repcon hat sie früher als Andenken bei ihren Führungen durch ihren Hauptsitz in Henderson verteilt. Aber sie mussten sie aus dem Programm nehmen, nachdem ein paar Kinder sie leer getrunken hatten, weil sie dachten, da wäre Nuka-Cola drin. Die Zeitungen hatten sogar einen Namen für die Krankheit. Repcon-Zittern. Keine gute Zeit für Robco. Nun, sie haben ihre Restbestände im Dino-Bite abgeladen. Aus steuerlichen Gründen. Aber das war vor meiner Zeit. Inzwischen sind sie schwer gefragt. Es sind schließlich einzigartige Sammlerstücke. Aber vielleicht habe ich noch ein paar im Lager. Sicher, schauen Sie sich ruhig um.
Willkommen zurück. Was kann ich für Sie tun? Hey, Sie sind wieder da. Das nenne ich Kundenbindung. Was geht, Alter? Ich bin Manny und ich habe Ihr Wachdienst. Wenn Sie einen Lauf aus dem Maul des Dinosauriers ragen sehen, dann stehen die Chancen 50-50, dass ich es bin. Ansonsten ist es Boone. Bleibt sich gleich. Vor allem, was sich uns auf 1000 Meter nähert und nach Ärger aussieht. In letzter Zeit hatten wir Ghoul, die über die Straße vom Rapcon im Westen kommen. In den letzten Tagen eine ganze Menge. Die größte Bedrohung ist die Legion im Osten. Wenn sie uns in voller Stärke angreift, überrennt sie uns einfach.